Hallo, ihr lieben Mäuse da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. Ja, in der letzten Folge, glaube ich, haben wir einen Außenposten erledigt. Und in diesem Außenposten befinde ich mich jetzt gerade. Und wir haben ja, glaube ich, am Ende der letzten Folge hier die Munition ein bisschen aufgebessert wieder, also quasi ein bisschen aufgefüllt. Und ja, jetzt befinden wir uns quasi hier in dem schönen Unterschlupf. Und da gibt es anscheinend wieder eine Mission mit der Geiselrettung. Es gibt ein Bordell, ein Stück die Straße hinunter. Gehe dorthin und schließe es ein für alle Mal. Die Soldaten der Royal Army machen sich nichts aus dem Leben der Gefangenen und werden sie hinrichten, wenn sie dich sehen. Lasse dich also nicht entdecken. Gut, ich versuche das einfach mal. Da ist noch eine Kiste, die mache ich noch schnell auf. Die habe ich nämlich gar nicht geöffnet vorher. So. Also, ich versuche das Ganze einfach mal. Ich meine, die Geiselrettungen mache ich eigentlich grundsätzlich nicht gern, aber im Grunde. Okay. Den möchte ich mir jetzt krallen. So, okay. Der ist weg. Jagdfell. So. Ich glaube, irgendwo brauchen wir auch noch Jagdfell, ne? Kann das sein? Dass wir irgendwo noch Jagdfell brauchen? Tigerfischhaut. Ach nee. Hä? Ich meinte irgendwie Jagdfell zu benötigen. Weil ich bedachte, wir haben irgendwas noch nicht gemacht. Also irgendwas dachte ich mir, haben wir noch nicht hergestellt, wofür wir noch Jagdfell benötigen. Das dürfte aber nicht so sein. So. Moment. Ich guck mal kurz. Okay. Warum streckt sich der wieder auf die Seite? Der ist weg. Fuck! Ich werde jedem meiner Kinder ein Stück von dir geben! Weiter! Granate, raus! Pain, hol ich mir! Okay, so. Perfekt. Eine Geisel ist draufgegangen. Eine einzige Geisel. Schade. Aber immerhin, wir haben zwei Soldaten eigentlich mit dem Scharfschützengewehr ausschalten können. Das ist immerhin schon etwas. So, jetzt haben wir wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen.
Und ich weiß aber nicht, was ich da am besten nehmen soll. Geschäftsabkommen. Du kannst Sprengpfeile, Brandpfeile und Haft-Upgrades für Sprengstoffe an Handelsposten kaufen. Der Schlüssel nach Dorn muss ich schaffen, dass ich mir ein weiteres Gesundheitsfeld holen kann. So. Hickel, ich habe gehört, dass du hier einige Geiseln befreit hast. Danke für deine Hilfe. Aber es gibt noch so viele, die gerettet werden müssen. So. Perfekt. Dann machen wir auch noch auf hier. So. Aha. So. Wie geht's dir, AJ? Okay. Muss ich da irgendwie noch von Fesseln befreien? Ich hoffe nicht, ne? Ich hoffe nicht, dass ich da noch irgendwen befreien muss von irgendwelchen Fesseln. So, okay, das hätten wir jetzt mal erledigt. Das ist immerhin schon mal etwas. So. Jetzt würde ich mal sagen, ich mache mich mal auf den Weg dorthin, zu dem zu dem Außenposten. Okay. Das sind Gott sei Dank Freunde von uns, Verbündete. Denen brauchen wir nichts tun. Die freuen sich, wenn man sie in Ruhe lässt. Aha. Da wird schon wieder geschossen. Interessant. Oh, was soll's. Da irgendwie rauf? Nee, oder? So, ich laufe jetzt einfach mal in Richtung. Oh, da haben wir noch ein schönes Bäumchen. Ein schönes. Was ist das denn? Ah, hier. So. Uiuiui. Die lass ich mal in Ruhe. Ist besser. Oh. So. Perfekt. Ihr braucht jetzt nicht mehr schießen. Nee. Meine Herren. Da geht's aber richtig zur Sache jetzt wieder, ne? So. Was ist denn? So. Ein Äffchen. Da war ein Äffchen. Schön. Rettet die Geisel. Und da ist eine Geisel drin. Hab nur Geduld. Da ist eine Geisel drin. What the fuck? Ich verstehe jetzt nicht, warum der gestorben ist. Ich habe doch nur einen Kopfschuss verpasst, dem Soldaten. Warum ist der jetzt trotzdem tot? Hä? Verstehe ich nicht.
Also, Leute, ihr könnt ja gern nochmal zurückspulen, aber ihr habt doch genau gesehen, dass ich dem Soldaten gerade einen Kopfschuss verpasst habe. Wie kann der also jetzt sterben, die Geisel? Hey, was soll die Scheiße? Was soll das? Verstehe ich nicht. So. Da ist irgendwo schon wieder so eine komische Maske. Ich weiß nur nicht genau wo. Alter, wo ist die Maske jetzt? Hallo. Hey, wo ist die Maske? Achso, hier. Hier ist die Maske gewesen. So, und dann haben wir hier noch irgendwo eine Truhe. So. Perfekt. So, jetzt haben wir da noch eine Pflanze, die nehmen wir auch noch gleich mit. Und dann machen wir uns auf zum Außenposten. Wobei, nee. Da ist auch noch was. So. Der Soldat hat auch daran glauben müssen. Opiumpfeile, interessant. Um sich Opium zu verabreichen. So. Dann haben wir hier noch. Oh. Ja, ich glaube, ich werde gucken, dass ich da irgendwie raufkomme. Weil ich möchte ehrlich gesagt hier. Scheiße, es geht ja gar nicht. Alter, ich komme da gar nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Mann, ey. Warum komme ich denn da nicht hoch? Ich will mir einen besseren Überblick verschaffen über das ganze Geschehen, da. Ja, gut, da komme ich auch nicht rauf. Komisch. So kleine Sachen kann er nicht drauf springen. So. Ja, da kommt er auch nicht rauf, komischerweise. Sehr eigenartig. Was soll's. So, hier haben wir noch eine Blume. Dann haben wir hier noch ein Blümchen. So, ich versuche hier jetzt wirklich noch ein paar so Pflanzen zu sammeln. Weil falls wir jetzt dann gleich in Trouble kommen, wäre es besser, hier wirklich genügend Pflanzen zu haben. So. Okay. Ist sowieso beschäftigt, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Alter, ich hab den doch gerade vorher in den Kopf geschossen und der lebt immer noch. Was soll denn die Scheiße?
Warum ist das so buggy manchmal? Ich versteh's nicht. Mensch, der ist weg. Einer weniger. Wieder einer weniger. So. Ich hoffe natürlich, dass ich den irgendwie noch erwische. Da ist auch noch einer. Wieder einer weniger. So, okay. Da ist noch einer. Noch einer weniger. Ey. Noch ein alter Vater, ey. Woher kommen die auf einmal alle? Alter, das kann ja nicht sein. So, der ist weg. Der ist auch weg. Weiß ich halt nur nicht genau, wo da noch einer ist. Okay, ich habe so das Gefühl, dass sich da noch irgendwo einer versteckt. Ich weiß nicht genau wo. Ich untersuche hier mal alles. Wo sind die? Wo ist der andere? Irgendwie fehlt noch einer. Fehlt doch noch einer, ey. Wo ist der? Wo ist der letzte? Der noch fehlt. Weil ich dachte jetzt, dass ich eigentlich alle hätte. So. Kann ich mir ein Ding reinpfeifen? Hier. Hier oben. Ich weiß nicht, wo der ist. Hä, wo ist der denn? Ist der andere? Endlich etwas Action. Okay, da unten ist noch irgendwo einer. Da unten muss noch irgendwo einer sein.
weiß nicht genau wo. Da ist er. Da ist er jetzt. Da unten. Ich habe ihn gerade gesehen. Der Typ. Da ist er. Jetzt habe ich ihn. Erwischt. Haha. Perfekt. Unentdeckt geblieben. Jawoll. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich bin unentdeckt geblieben und damit haben wir diesen Außenposten für uns. Das war ja mal jetzt eine geile Aktion. Ich bin nicht entdeckt worden. So. Perfekt. So. Jetzt durchsuche ich hier mal alles. Was gibt's hier Feines? So. Da haben wir wieder eine Kyrat Fashion Week Mission. Die werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge mal machen. Ich schau einfach mal, wo das ist. Hier. Himmelskatze, den seltenen Tiger, ein schönes weißes Königstigerfell ab und gib es Mr. Chiffon. Ah ja, die Himmelskatze. Moment mal, für was brauchen wir das denn? Himmelskatze, Spritzentasche, die Spritzentasche, das ist fein. Das kann ich gut brauchen, ja. Das kann ich gut brauchen. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, denn die Folge ist auch schon wieder rum. Und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge machen wir dann eben, wie schon gesagt, diese Kyrat Fashion Week. Bist du hier, um mich zu retten? Vorher lade ich hier noch... Schneid das Seil durch, bitte. Ich flehe dich an. Oh. Ich kann das Seil anscheinend nur dann durchschneiden, wenn ich das, wenn ich die Mission geschafft habe. So, Rebell. Okay. Verkaufen wir einmal ein paar Gegenstände. Dann füllen wir Munition nach. Hier sein. Dann gehen wir da nochmal kurz raus. Ich rücke vor. Und dann werde ich mal die ganzen Soldaten hier. Euch zu töten bereitet mir keine Freude. Weg mich, ich geh hoch. So. Okay. Was auch immer die jetzt da zu suchen hatten, ich weiß es nicht. Ich denke mir gerade, hö, wir schimpfen da so rum, das können ja nur Soldaten sein, das klingt doch nach Soldat. Und ja, naja. Was soll's. Wenn wir jetzt erstmal alle plündern, dann haben wir wenigstens wieder was zu verkaufen. So. Den tun wir auch noch plündern hier. So. Perfekt. Oh. Meine Hände zittern immer noch. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, ich beende hier die Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge machen wir dann die Kyrat Fashion Week und holen uns da die Himmelskatze, die wahrscheinlich nicht allzu leicht sein wird, aber ich versuche es auf jeden Fall. Und ja, bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut und... Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.